Aber dann hier vorne hin. Fototermin mit Autor Zekarias Kebraeb und Pfarrer Peter Bayer im Flüchtlingsboot. An diesem Abend findet eine Lesung mit dem jungen Autor aus Eritrea statt. Wie viele andere ist er vor dem Militärdienst aus seiner Heimat geflohen und hat in einem solchen Boot gesessen. Sein Buch Hoffnung im Herzen, Freiheit im Sinn berichtet über den Verlauf und die Gründe seiner vierjährigen Flucht. Es ist einfach besser, wenn ich jetzt meine Geschichte erzähle, damit ich Aufklärungsarbeit mache, damit ich die Behörden, damit ich das Volk in Europa aufkläre, dass ich richtig Probleme habe in Eritrea. Eritrea verliert jetzt ihre junge Generation und das Land leidet. Vom 17.09. bis zum 1.10.2017 ankert das Boot in Leverkusen-Rheindorf. Die Lesung ist Teil des Programms. Das Boot bleibt ein Mahnmal für die lebensbedrohliche Situation in Krisengebieten und zugleich für die Notwendigkeit, christlich zu handeln. Ich denke an ein Ehepaar, das vor 2 Wochen in das Boot gestiegen ist, beide recht beleibt. Und er sagte, naja, 80 passen hier nicht rein. Und sie zu ihm sagte, die sind aber auch nicht alle so fett wie du. Und damit, glaube ich, ist viel gesagt, die Leute, die sich auf die Flucht machen, die unterscheiden sich von unserer Körperfülle deutlich, weil sie eben nicht diesen Überfluss hatten, den wir täglich haben. Mit dem abschließenden Gottesdienst am Erntedankfest verabschiedet sich die Gemeinde von dem Flüchtlingsboot.